nehmt gleich die iPads mit, morgen. Simon, du nimmst noch eins für die andere Gruppe. Du nimmst eins, genau. Und der Benedikt, genau, nimmst auch eins. So. Guten Morgen zur heutigen Werkschule. Aus aktuellem Anlass unterhalten wir uns heute über die Krim-Krise. Ein kurzer Einblick in den Ausbildungsalltag bei Horsch. Aktuelle Themen, moderne Medien im Sozialkundeunterricht. Die Krim-Krise steht auf der Agenda. Und dieses Interview schauen wir uns jetzt einmal an. In der Oberpfalz in Schwandorf fürchtet der Unternehmer Michael Horsch um seinen Umsatz. Seit über 20 Jahren verkauft er landwirtschaftliche Maschinen, vor allem auch nach Russland und in die Ukraine, hat in beiden Ländern Tochterfirmen. Wenn es so weitergeht, dann wollen wir Europäer noch stärker mit derselben im Säbelrasseln. Die eingeteilten Gruppen machen jetzt dann eine Zusammenfassung auf dem iPad. Anschließend präsentieren wir das vorne am Smartboard. In kleinen Gruppen nutzen die Auszubildenden genau die Medien, die ihnen von klein auf vertraut sind. iPads, das Internet und Apps. Der Lernerfolg beim Recherchieren, Ausarbeiten und Präsentieren kommt so spielerisch leicht. Ein Grund für Horsch, den Ausbildungstrend Digitalisierung zu forcieren. Die Einführung der Tablets in den Werkunterricht ist für uns lediglich der konsequente Schritt, die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen aufzunehmen. Wir merken bereits jetzt nach den ersten Unterrichtseinheiten, dass egal welcher Vorbildung der Auszubildende hat, überall die gleichen Lernerfolge erzielen. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die neuen Medien in den Werkunterricht sehr gut integrieren können. Besonders aufgefallen ist uns, dass die Auszubildenden in den Theorieunterricht eine sehr große Freude haben, an den Inhalten zu arbeiten und selber hier ihr eigenes Lerntempo bestimmen. Die ersten Erfolge geben uns hier recht. Die Lernerfolge stellen sich in allen Bereichen ein. Wer mit einem Medium vertraut ist, kann dies auch beim Verinnerlichen von Lernstoffen gut nutzen. Dies zeigt sich bei den beeindruckenden Ergebnissen. Die Krim-Krise hat ja Deutschland, Russland Sanktionen verhängt. Mögliche Auswirkungen auf den Betrieb Horsch. Die Folgen der Sanktionen sind für die Betriebe in Russland und der Ukraine und auch betreffend Deutschland, dass die Maschinen teurer werden. Und dass sie auch keine Teile mehr von uns anfordern könnten. Das passiert durch den Währungsabfall. Der große Erfolg des Einsatzes moderner Medien zeichnet sich in allen Ausbildungsbereichen ab. Die Präsentation im Sozialkundeunterricht ist da nur ein kleiner Ausschnitt. Besonders eindrucksvoll, weil von hohem praktischem Nutzen, ist die Integration im Fachunterricht. Die technische Zeichnung einer Zylindergabel ist nur ein Beispiel von vielen. Wir müssen hier dann diesen Radius 55 verändern. Diesen Radius, der passt nicht ganz, der war 60 mm, den müssen wir jetzt auf 55 mm runter. Intuitive Bedienung, schneller Zugriff auf verfügbares Wissen in Kombination mit den Lerninhalten. Ein Erfolgsrezept, das Horsch auf seinem Weg bestärkt. Der Einsatz moderner Medien in der Ausbildung ist ein stark polarisierendes Thema. Die einen tun es schlichtweg als Spinnerei ab, für die anderen ist es die Zukunft schlechthin. Für mich ist der Einsatz moderner Technologien bei uns in der Ausbildung nur der logische Einstieg in einen bereits laufenden Prozess. Diese Technologien sind im Alltag, auch im Arbeitsalltag, längst angekommen und präsent. Smartphones und iPads werden von unseren jungen Leuten ganz selbstverständlich genutzt. Was liegt also da näher, als diese Geräte auch einfach nur in die Ausbildung einzubinden? Im alltäglichen Leben hat mit der Nutzung dieser Technologien wie eben Smartphone und iPad in allen Bereichen etwas begonnen, was sich nicht mehr umkehren lässt. Die Apps erleichtern auch den Arbeitsalltag in der Werkstatt. Die App verfügt über eine Barcode-Lesefunktion. Durch sie bekommt der Azubi geeignete Fräser vorgeschlagen. Neben den Werkzeugoptionen hat der Azubi auch Zugriff auf Schnittdaten für die CNC-Fräsmaschine, also zum Beispiel die Geschwindigkeit oder Materialinformationen. Nun muss er nur noch die Daten eingeben und kann den Fräsvorgang starten. Im Ergebnis zeigt sich eine perfekte Arbeit im Zusammenspiel von moderner Technik und Mensch. Es
finde die Nutzung der modernen Medien fantastisch, weil sie mir immer und überall den schnellen Zugriff auf benötigte Informationen erlauben. Außerdem nutze ich auch privat ein Tablet, sodass mir der Umgang mit diesen Geräten leicht fällt. Das passt mir so.